Malte Claudius, du Günstling der Götter, darf ich in dein Künstler-Olymp eintreten? Felix, mein guter Freund, ich bitte darum. Hey, na, heute Tristan und Isolde und ich Parsival? Hast du Liebestropfen genommen? Wie gut du mich kennst, Felix. Immer mit der Tür ins Haus fallen. Das mag ich so an dir. Hey, Kaffee? Schwarz? Ja, Kaffee ist gut, danke. Tristan und Isolde ist wie Hamlet. Es gibt keinen Takt, kein Wort ist zu viel. Ich könnte die Oper immer sofort noch einmal hören, wenn sie zu Ende ist. Aber jetzt bist du ja da. Felix, setz dich doch. Ja. Und? Danke. Konntest du deine Ganovin vor der Polizei retten? Ja, ja, ist alles gut gelaufen, ja. Es sind zwei Aktivistinnen aus unserer Organisation. Sie haben gestern mit einigen anderen von uns vor der Interschlacht GmbH demonstriert und sind dabei in Polizeigewahrsam genommen worden. Aber ich konnte heute Morgen auf der Wache erwirken, dass sie aus der Haft entlassen wurden. Oh, der gute Felix. Heldenhaft wie immer. Ach, nein, nein. Ist ja mein Job. Aber ich rechne damit, dass die Interschlacht GmbH die beiden anzeigen wird. Ja, ich habe von dem toten Arbeiter im Schlachthof gehört. Die Medien sind ja voll davon. Mhm. Und jetzt noch die Demo? Der Vorstand wird toben. Naja. Lass uns nicht über meine Arbeit reden. Du hast ein neues Bild gemalt? Geht es wieder aufwärts mit dir, Malte? Ein Bild? Das ist mehr als ein Bild. Dionysos hat es gemalt. Er selbst hat mir die Hand geführt. Ich fühlte mich wie Siegfried. Sein Schwert Notung war mein Pinsel. Und so schuf ich sie. Meine Brünnhilde. Rein und schön. Die Venus unter den Walküren. Ihr widme ich diesen meinen Liebesbrief. Ich nenne das Bild die Mutter der Liebe. Wie Schaum geboren stehst du da, ich kann Paris gut verstehen. Deine Haut riecht wie ein Blütenbad, so zart und wunderschön. Tief bist du wie ein Ozean, deine Muscheln auch sanft von Schlaf. Du schmeckst so süß wie Marzipan, welches Glück, dass ich dich traf. Vibrierend ist die Leidenschaft, mein Herz fühlt tief und rätselhaft. Sehnsucht treibt die Sinnlichkeit, verzaubert scheint die Zeit. Bitte lass mich bei dir sein, heute Nacht ist der kleine Tod erwacht. Beschwören wir die Schlangenkraft und die Liebe wird entfacht. Schenke mir heute diese Nacht. Deine Schönheit ist so klug. Ich möchte dein Adonis sein, auch wenn Mars mich töten muss. Ich bin der Träumer und du mein Traum. Du bist der Sturm, der Wind, die Melodie. Duft schwer wie ein Feigenbaum, deine Frucht, die reine Poesie. Vibrierend ist die Leidenschaft, mein Herz fühlt tief und rätselhaft. Sehnsucht treibt die Sinnlichkeit, verzweifelt.
verzaubert scheint die Zeit. Bitte lass mich bei dir sein. Heute Nacht, bis der kleine Tod erwacht, beschwören wir die Schlangenkraft. Und die Liebe wird entfacht. Schenke mir heute diese Nacht. Du lebtest vor langer Zeit, geheimnisvolle Schaumgestalt. Als Venus keusch ohne Kleid, hat Botticelli dich gemalt. Bitte lass mich bei dir sein. Heute Nacht, bis der kleine Tod erwacht, beschwören wir die Schlangenkraft. Und die Liebe wird entfacht. Bitte lass mich bei dir sein. Heute Nacht, bis der kleine Tod erwacht, beschwören wir die Schlangenkraft. Und die Liebe wird entfacht. Schenke mir heute diese Nacht. Und? Wie findest du das Bild? Es ist realistischer gemalt als deine bisherigen Bilder. Neue Schaffensphase? Hast du Cordelia das Bild schon gezeigt? Sie ist es doch, oder? Ja. Noch nicht. Es soll eine Überraschung sein zu ihrem Geburtstag. Malte, Cordelia ist nicht Mathilde Wesendonck. Sie ist nicht deine Muse. Sie ist deine Galeristin. Dass ihr zwei ein Paar seid, will sie nicht öffentlich machen, das weißt du doch. Ja, Felix, ich weiß. Aber sie ist meine große Liebe. Deine große... Du hast doch auch Angst vor ihr. Malte, Cordelia ist schön. Sie ist klug und sie ist intensiv. Ja, sie zieht die Menschen in ihren Bann, weil sie charmant ist, aber in ihrem Inneren ist sie gefühllos und eiskalt. Wie oft hast du mich, seitdem ihr zusammen seid, mitten in der Nacht angerufen, betrunken, weil sie mal wieder mit dir den Kontakt abgebrochen hatte? Manchmal tagelang, Malte. Es gibt Situationen, da reicht nur ein falsches Wort von dir und die Situation eskaliert. Oh, Felix, mein guter Horatio, du bist mein einziger Freund. Malte, wenn Cordelia das Bild sieht, wird sie dich als erstes fragen, wer statt ihrer Modell gestanden hat, so kontrollsüchtig wie sie ist. Nein, 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 Felix, es gab kein Modell. Ich habe sie aus dem Kopf gemalt. Vorgestern Nacht ist mir Cordelia plötzlich als Geist erschienen, ich musste sie nur noch abmalen. Dennoch ist das Bild noch nicht fertig. Ja? Ja, das macht dein Bild interessanter, aber auch gefährlicher für dich. Ja, Cordelia wird dir doch nicht glauben wollen. Denk doch nur an die Situation in der Paris-Bar. Als sie dir vorgeworfen hatte, mit einer anderen Frau geflirtet zu haben und du hattest keine Ahnung, von wem sie redet, weil du mit niemandem Blicke getauscht hattest. Und mit den Worten, dann geh doch zu der Nutte, ist sie gegangen und hat dich für Tage auf ihrem iPhone blockiert. Ja, sie war schrecklich. Ja. Und dennoch kann Cordelia so einfühlsam sein. Nach der Sache in der Paris-Bar hatten wir unglaublichen Sex. Mann, wir verschmolzen miteinander, waren einander so nah, wie zwei Lebewesen es nur sein können. Sie ist mein Double. Ich liebe sie. Das ist Cordelia. Versteck das Bild und ich hole sie dann rein.
mich ein in eine Welt, in der die Kunst sich selbst gefällt. Ich flieg privat, das find ich geil. New York, Paris, drauf geh ich steil. Prada, Gucci, Bulgari, wie es euch gefällt. Luxus, High Society, Liebe, Lust und Geld. Hier kommt die Queen, die Jet Set Queen. Ich bin verliebt in meine weißen Galerien. Mich kennt die Scene als Jet Set Queen. Ich habe Stil, ich steh in jedem Magazin. Ich mag's pompös, ich bin so hip. Auch glamourös, ich kenn Brad Pitt. Ich seh gut aus, ich habe Charme. Eiskalt und schön, bin ein Vulkan. Prada, Gucci, Bulgari, wie es euch gefällt. Luxus, High Society, Liebe, Lust und Geld. Hier kommt die Queen, die Jet Set Queen. Ich bin verliebt in meine weißen Galerien. Mich kennt die Scene als Jet Set Queen. Ich habe Stil, ich steh in jedem Magazin. Darling, hey. Hallo Malte. Hey. Mein lieber Felix, schön, dich mal wiederzusehen. Wie laufen die Geschäfte? Ich kann nicht klagen, danke. Und bei dir? Wie war die letzte Kunstmesse? Boah, anstrengend. Stehempfänge, Dinnerpartys und Afterpartys. Leider gibt es zu viele Parvenus und Spekulanten. Die wollen jetzt alle Warhols und Picassos haben. Na, ganz so als seines Porsches. Na, furchtbar. Oh, einen davon habe ich miterlebt, wie er doch tatsächlich eine Galeristin bat, einen Baselitz doch bitte umzudrehen. Ja, der Idiot glaubte ernsthaft, die Kollegin hätte das Bild irrtümlich mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Und? Hat sich der Stress gelohnt? Ja, die Messe war wirklich gut. Ich hatte fast jede Stunde ein Meeting.
Oh, aber das Schlimmste kommt ja noch. Die Miami-Basel. Viel zeitgenössische Kunst. Teuer. Ein gigantischer Bazar. Und da will ich dann auch die neuesten Bilder von Malte zeigen. Wenn der Gute bis dahin etwas Neues geschaffen hat? Ja, sicher. In Florida wollen sie alle dabei sein. Die Privatjets landen im Minutentakt. Demi Moore, die Kardashians, Heidi Klum und all die anderen. Ach, und dann noch diese gierigen russischen Oligarchen. Boah, milliardenschwer. Größenwahn pur. Ach, diese shoppende Meute ist wie ein Tsunami. Cordelia, du bist wirklich nicht zu beneiden. Immer mittendrin in der Haute Volée. Nein, das bin ich wirklich nicht. Geht es hier in Tom Wolfes letzten Roman nicht auch um reiche Russen im Kunstzirkus Miami Beach? Ja. Er vergleicht diese Milliardäre darin mit Maden. Einer von ihnen ist Roman Abramowitsch. Seine Ex-Frau hat in Moskau ihr eigenes Kunstmuseum gebaut. Wenn du ein eigenes Museum besitzt, Malte, bekommst du ein sogenanntes First-Choice-Ticket, mit dem du als Erster vor allen anderen auf die Messe darfst. Inklusive Ausland und Champagner. Natürlich auf Kosten des Hauses. Quasi ein Erster-Klasse-Club. Danach erst dürfen die VIPs rein. Die Normalos müssen sich noch 2 Tage gedulden, bis sie die heiligen Hallen betreten dürfen. Mein Gott, dieses kranke System ist wirklich abgefuckt. Gut, Jungs, genug gefachsimpelt. Mittagszeit. Ich habe Lust auf Wiener Schnitzel und Champagner im Borchertz. Ja, kommt ihr mit? Na, ich lade euch ein. Das ist wirklich lieb von dir, Cordelia, aber ich esse doch kein Fleisch. Boah, ja, hatte ich vergessen. Gut, wir finden schon was für dich. Zur Not gehe ich halt zu Robert höchstpersönlich in die Küche. Oh.